Sag mal Bescheid, wenn du an ist. Ja, ist an. Okay. Dann hau ich dir jetzt einen Host ein. Host. Also. Schanke dünn. Oh, jetzt fährt er da raus. Oha, wo kommen die denn auf einmal her? Houston, we have a problem. In der Marschmaus. Ich bin gerade noch hier. Oh. Wird ein von einem TVP weggeheatet. Lebe ich noch? Ja, du stehst hinten. Sorry. Ja, ich weiß nicht, ich habe gerade übelst die Drops gehabt im Stream, habe ich gesehen. Deswegen habe ich jetzt mal umgestellt. Ja, hat Asum ja schon mal kurz gezeigt, was ihr für eine Art Gameplay bei ihm erwarten dürft. Hello, people. Jetzt kannst du glänzen, jetzt kannst du es noch holen. Ah. 0,5 haben wir schon mal erfolgreich vorgelegt. Wie er mich hier wegheatladen will. Ja, das ist ja eine Scheiß-Map für. So, noch was anderes als Heat am Start. Was? Disconnected. So. Moin Leute. M41 auch Heat. König hat er da. Das brauchen wir eigentlich für einen Schnittschaden. Weil ich glaube, meiner ist gar nicht so schlecht. Wundert mich, dass ich die Zwei. zweite noch nicht habe. Hier zwei oder so. Ich weiß nicht, wie viel Gefechte hast du schon auf dem. Jetzt mal so an die 100. Was, Alter, wie sie mich hier schon wieder alle pennen. Rechts von dir auf dem Feld ist One-Shot. Das muss wehtun, Anna Badget. Ernsthaft jetzt, ihr Kunden. Er lässt sich auch noch mal rechtzeitig droppen. Ja, es läuft doch hier. So, wieder hoch. Hast du dir aber auch alles drauf geballert, was ging, ne? So an Emblemen und so. Sicher. 50M ist Statussymbol. Mein Gott, das war ja eine Abfuck letzte Runde. Ich bin noch nicht fertig mit dem Gegnerteam hier. Ich bin noch später. Komm. Get wrecked. Ja, was soll ich machen, wenn sich Asum gleich in den Tod jodelt? Nein, Spaß. Da war ja hier wieder eine entspannte, schnelle Runde. Alles klar, Leute. Ich denke, es ist an der Zeit aufzuhören. Asum, ich wünsche dir viel Erfolg bei den Teams. Naja, wird schon schief gehen. Und ansonsten haut's rein. Bis morgen. Morgen 18 Uhr wieder Zug fahren mit Zuschauern. Wer Bock hat. Weiß nicht, vielleicht lässt sich ja der Perser auch blicken. Also. Maus, ich habe aber mehr Damage als du gemacht. Nice. Ich habe auch die ganze Zeit nur daneben geschossen. Alles klar, dann haut's rein. Gute Nacht und dir viel Erfolg. Jo, mach gut. Außer. Tschüss. User disconnected from your channel. So.
So. So. Was wollt ihr sehen, Leute? Soll ich einfach 10er fahren? Ich habe ja richtig Bock auf das Ding hier. Löwen habe ich leider nicht. Ja, minus Mostala wird in meinem Chat nicht funktionieren. Sorry. Ich bin komplett alleine. Brauche ich gar nicht weiterzufahren. Ja, kann ich machen. Ja, die wollen irgendwie. Prinzip aus Charkow keine Stadtkarte mehr machen, ne? Könnte man so sagen. Oh, Scusi. Scusi, Scusi. Aber die Frage ist jetzt, ist da hinten von denen irgendwo ein Light? Ja, natürlich. Schon des Todes. Ey, bei mir werden wird irgendwann mal Dosenbier kommen oder sowas. Wenn es irgend so eine Währung geben sollte. So, was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Ich den rein. Es lohnt sich nicht. Die Grille zu kassieren lohnt sich einfach nicht.
Nice. Moin Christian. Für die Karte kann man sich, glaube ich, nicht beschweren. Ja, kann ich gleich machen. Hier ist 721, habe ich keine Crew drin, aber es wurde erst nach dem hier gefragt. Ich bin schon wieder unter den englischen Channeln gelandet. Ich weiß nicht, was das immer soll. Mal kurz irgendwie gucken, dass das wieder läuft. Mal kurz irgendwie gucken, dass Ja, das genau. wieder läuft. Genau. Ja. Es ist irgendwie voll komisch. Das springt bei mir einfach automatisch auf Englisch. Weiß nicht, was das soll. Ja, habe ich. Alle Panzer, die ich habe, stehen unterm Stream, alle Zehner. Okay. Man soll ich jetzt direkt wieder umdrehen und mich hardcore einkämpfen oder was ist jetzt der Plan hier? Peace. Peace.
Wäre mal cool, wenn die Leute mal irgendwie heute noch hier hinkommen würden. Wenn ich nicht gleich von zwei Seiten gerummelt werde einfach. Und dann war es das. Fängt es nämlich schon an. Das ist halt das Problem, ne? Wenn irgendwie das ganze Team meint, die Ecke hier wäre egal, so. Gerade, glaube ich, ein bisschen zu hoch gepiekt hinten. So, steht das jetzt endlich auf Deutsch? Jawohl. Gutes. Was war noch ihr 7, ja? Moin Mountain Tom. Vielleicht geht noch einer auf. Kurz warten. Drauf an, ob der Sherry denn noch oben bleibt oder nicht. Eigentlich nicht mehr. Schade eigentlich. Okay. Kurva. Komm schon. Verloren. Wir sind bewegt.
Ich hatte schon überlegt, ob jetzt noch Light im Bus steht oder warum ich aufgegangen bin. Macht schon wieder alles Sinn. So, Bedshed, geh bitte auf. Nein. E3. Ich weiß nicht, ob das so. Ich weiß nicht, ob das so klug war jetzt, was du hier gemacht hast. Der nächste. Muss ich nicht verstehen, oder? Ich meine, ist okay. Schwer so durchzukommen, wie er steht. Selbst mit Gould. Wenn er natürlich so vorfährt, dann nicht mehr unbedingt. Ey, jetzt jodelt mich noch der Badge. Was ist mit den Leuten? Nicht in Ordnung, ohne Scheiß. Was ist das? Und der Badge wird nicht bestraft, leider. Aber trotzdem. Ein Witz. Er fährt unten rum, hinten lang. Zwei, drei Teammates stehen da noch rum. Ich habe mir die Asgard, ich habe mir die noch nicht angeguckt, keine Ahnung. Kann nichts zu sagen. Ich gebe da meine Meinung zu ab, wenn sie dann mal im Spiel sind. Vorher kann sich das ja immer noch 10-mal ändern, ne? Und ja. Was wollt ihr jetzt noch sehen? Eher ein 100 oder was war noch am Start? Am Boostern habe ich noch. Braucht mal irgendwann die Waffenbrüder hier auf der Karre. Monitor 144 Hertz. LG24G27M, irgendwie so heißt das Ding. Kann das auf dem Kopf nicht genau sagen. Ja, die Anschlüsse habe ich doch. Kein Problem, oder? Moin Pille. Ja, was? Da ist irgendwie LG24GM79 oder irgendwie so heißt das Ding. Das ist so eine komische Bezeichnung.
bin übrigens etwas heiser, falls ihr es merkt, so. Deswegen muss ich ein bisschen was trinken, damit mein Hals nicht so trocken ist. Palim, Palim. Lag? War das gerade ein Lag? Also bei mir sah es irgendwie aus, als wäre es ein Lag gewesen. Oh, der focht Goat ihn direkt. Werde ich ja jetzt dazu gezwungen, hier nachzuziehen, hä? Mehr oder weniger. Mein Gott. Ach, Kacke, das Auto. Das Auto. Weiß nicht, soll ich jetzt hier weiterfahren? Ich glaube, wenn er dabei ist, der Kollege, dann mache ich das. Wirkungstreffer. 8:25 Uhr, nehmen wir mit. Weil Type macht 188. Okay, der Japp hat geschossen. Ich habe noch volles Leben, ich bin auch mal dran, oder? Soll ich Ammo-Rack ihn jetzt einfach so, wie ich gerade geammo-racked wurde? Ich genau da. Ja, auch nicht. Was? Also wenn ihr einen Type 5 Ammo-Racken wollt, warum machst du denn so wenig Damage? Du schießt... Ja, er schießt kein Gold, er schießt den normale. Deswegen rollt der Typ hier 200 oder so mit dem Type, ne? Naja, muss er wissen. Muss er wissen. Schaffen wir das noch? Sehr gut. Ah, ich habe glaube ich noch genug Leben, um jetzt einfach drauf zu fahren. Das soll schon passieren. Ich kriege vielleicht noch mal eine Arti ab. Russia! Geht doch.
war's dann wohl, hä? Aber 7K, kann ich mich nicht beschweren, ne? Ja, oh, was als nächstes? Gab's noch irgendwas? Warum sind diese Kackdinger eigentlich immer noch in der Garage hier? Stein und Franken. Gab doch jetzt wieder ein Mini-Patch, oder nicht? Ich will mal eine Runde Conqueror. Zwei, sechs, drei kann ich auch spielen, ja. Was ist denn hier los? Anderthalb Minuten Warteschlange, 500 Leute suchen. Ah, es ist wirklich, glaube ich, was mit Twitch nicht in Ordnung, weil mein OBS zeigt mir irgendwie an, dass irgendwas nicht stimmt mit dem Upload. Wie lange spiele ich schon WoT? 2012 oder so? 2011 oder 2012? Aber ihr habt keine Lags, oder? Jetzt, wenn ihr meinen Stream guckt, oder ist das am Buffern oder sowas? So, 1390 macht hoffentlich alles richtig. Hätte lieber den Light gesehen. Ja, mit 20 Schaden von der Arti kann ich leben, würde ich sagen, oder? Das muss wehtun. Das muss wehtun.
Denn permanent offen oder kriege ich jetzt hier die Kellen ab, die für die anderen Leute bestimmt sind? Naja, es ist relativ offensichtlich, dass der Leiter in der Buschreihe steht, ne? Das ist klar im Prinzip. Frage ist halt, wo genau er steht. Meistens ungefähr da. Ich glaube, der ist durchgeflogen, oder? Ja, Arti. Stun-Effekt, geh weg. Ich hätte jetzt abdrücken können, aber wahrscheinlich wird es nicht reingehen. Nicht auf die Entfernung. Probier nochmal ein Light zu treffen. Bisschen weiter tief unten nochmal durchschießen. Gucken. Vielleicht habe ich ihn erwischt. Ich meine, ich bin jetzt nicht aufgegangen. Vielleicht habe ich ihn getroffen, da hatte ich gedacht, ich hau ab. Palim, palim. Oder auch nicht, weil der Victoria hat mich sicherlich nicht gespottet. Rechts. Zum Glück macht es kein Damage. Hör mal auf mir. Kann natürlich auch sein, dass da was steht, ne? Okay. Der Tiger 2 jetzt nicht gesehen hat und einfach da in dem Busch steht jemand drin. Glaub's zwar nicht, aber wäre möglich. Bitte, ey. Bitte, Spiel. Stop trolling. Ja, natürlich geht er nicht auf, wenn er auf mich schießt. Alter. Na, es ist normal, er geht nicht auf. Warum sollte er auf, ne? Ja, das Spiel ist durch. Ich habe ihn einmal getroffen, wie ihr seht jetzt, ne? Das ist halt das Problem, wenn du der Einzige bist. Wenn du der Einzige bist, der irgendwie mal einen Blindshot da in den Busch setzt, dann wird das halt in der Regel nichts. Triffst du ihn einmal irgendwann, ja gut, reicht halt nicht. Bei solchen Matches merkst du immer wieder, warum ich keine TDs zocke oder so selten TDs zocke.
APCR, was hast denn du für eine Internetverbindung? Weil, wenn du jetzt zum Beispiel nur ein DSL 6000 hast oder so, dann kann das daran liegen. Wenn du jetzt ein 16000er hast, dann liegt es an Twitch eher. Ich habe jetzt nämlich 6K-Bitrate eingestellt, die ich als Non-Partner einstellen darf maximal. Also braucht ihr sozusagen mindestens ein DSL 6000, um ja, den Stream auf Stream-Einstellungen, sage ich jetzt einfach mal, zu gucken. Sonst müsst ihr halt mit dem Häkchen runterregeln, ein bisschen auf 720p oder sowas. Was ist denn hier los? Wollen die denn alle hin? Habe ich nicht mitbekommen, ehrlich gesagt, dass du mich angeschossen hast. Oder ich gehe eigentlich immer der Regel da. In der Regel ist ja sowas ja nicht Absicht, weißt du? Also du merkst ja, wenn das Absicht ist. Und wenn es nicht Absicht ist, dann sagst du kurz, ja, scheiße, aber das war's dann auch. Also natürlich macht er direkt meinen Benzintank kaputt. Sehr gut. Solange es nicht Absicht ist, ignoriere ich das in der Regel. Scheiße, was ist denn hier los, Mann? Wie viele Gegner können denn hier noch einfach rumfahren? Mbit. Mbit. Das ist ja mehr als ich. Die durchschnittliche Internetverbindung in Deutschland liegt irgendwo bei 15 Mbit. Also DSL 16000 im Prinzip ist der Durchschnitt in Deutschland. Weiß ich nicht, ob Polen was Besseres haben. Ich weiß aber, dass zum Beispiel Estland und so, die sind, glaube ich, besser dran. Bin gerade echt am Überlegen, der 1390 da oben, wie viel AP hat der noch? Ich meine, die IS-3, den kann ich one-shotten. Aber der 90 ist halt auch noch auf dem Hill, ne? Oh, dieses Team, Alter. What the fuck? Da komme ich nicht durch. Oh, wir haben wieder Feldkommandanten. Und zwar nicht zu knapp.
Ah, Never Give Up, oder? Wie heißt das? Kann man es noch gewinnen? Ich weiß es nicht. Guckt euch das an, er ist permanent nur am Ping. Was ist denn mit euch nicht in Ordnung? Als ob es irgendwas hilft, als ob es irgendwas ändert. Wo ist es denn jetzt hier? Ach, come on. Unwinnable Game, unwinnable Game, keine Chance. Ah, wo bist du jetzt hier? Da ist es, Snapshot geht nicht rein. Kurve. Nein! Nein! Ah, mit HE müsste es reichen. Frage ist, ob er jetzt die ganze Zeit wegrennt oder ob er es nicht tut. Ich habe alles gegeben. So, was willst du machen? Ich habe letztens nochmal geguckt. Oh, ey, erste Gunmark. Hey, hey, hey. Letztens nochmal geguckt. Ich glaube, Deutschland ist auf Platz 25 oder sowas. Weltweit. Irgendwie so. Nummer 1 ist irgendwie Südkorea. Problem ist halt, dass die ganzen Dörfer bei uns alle beschissene Anbindungen haben. In Städten kriegst du 200.000, 400.000. Auf dem Dorf kriegst du 6.000.
Ah, du warst das, okay. Ja, an den Liebesbrief erinnere ich mich, glaube ich. Scheiße, ich glaube, der hat mich gesehen. Doch nicht. Okay. Wow, hat mich auch nicht gesehen beim Schießen. Strong. Irgendwie scheint da nicht viel zu crossen, habe ich das Gefühl. Werde ich mal in der Mitte gucken, ob ich da was sehe. Vielleicht ein paar TDs, die hinten campen. What? What? Ja, nach sowas hatte ich doch gesucht. Ja, das ist halt das Problem, wenn man mit Rationen fährt, Leute, und den Löscher. Irgendwann passiert's, ne? Die Crew hat jetzt noch irgendwie kein vernünftiges Feuerlöschen drinne. Immerhin lebe ich noch. Moin Nero. Das hätte ich mir sparen können. Vor allem, weil ich dann aufgehe. Lohnt nicht. Das lohnt nicht. Ja, 760 durch Brand. Halbes Leben weg. Moin Kaufle. So, nochmal gucken hier, Jagdtiger. Irgendwas müssen wir doch sehen. Ah, es war wieder zu nah dran. Immerhin können wir das Spiel gewinnen. Das sah zwischenzeitlich echt nicht so aus. Zünd mich bitte nicht an. Danke. Theoretisch bin ich kein One-Shot für ihn. Er muss halt 20 HP high rollen. Aber das will ich jetzt nicht riskieren. Das lohnt nicht, wenn es passiert.
glaube, die Torte ist mehr oder weniger Free Damage. Free Farm. Die auf den Yasim geschossen hat. Oder auch nicht. Weil. Ach, fuck you, ey. Und der 50B balanced mich. Also fail. Ah, verlieren wir doch noch. Ich weiß auch nicht, was unser T95 sich dabei denkt, da hinten rumzugurken. Wie viele Jahre will er denn da herfahren? Alter. Wird damit niemals, niemals da hinten im T95 hergurken, ich sag's euch. Die Idee würde ich niemals kommen. Ich hab einfach keinen Bock zu. Driving Skills. Ah. Okay, also T30 kommt. Ja, und er wird bestimmt genau da auftauchen, im Turm. Weil, abgesehen vom T30 ist hier gar nicht mal so viel los, ne? Ja, das Problem, was wir jetzt haben, wir haben drei TDs hinten auf H0 und wenn ich jetzt hier weiterfahre, wie der Löwe es jetzt macht, kommen wir ins Kreuzfeuer. Und da ich da keinen Bock drauf habe, bin ich wieder um. Er jodelt jetzt einfach da rein. Wir sind drei Panzer, mindestens drei Panzer. Weiß nicht. Oh. Okay. Also umdrehen war auf jeden Fall die richtige Entscheidung.
Hart. Jetzt haben wir keinen TD mehr auf der Insel, der ihn dafür bestraft, oder was? I roll. Ja, die beiden haben jetzt im Prinzip genau den gleichen Fehler gemacht wie unser Löwe, der aber dafür nicht bestraft wurde. Dass sie dann einfach hier durchfahren, isoliert. Vor allem auch nicht zusammen, sondern einer nach dem anderen. Und dann halt an einer scheiß Position stehen, wo sie nicht mehr wegkommen. Wow, der Centurion hat gerade den Jagdpanther getroffen. Kann das sein? Really, Arty? The bush won't save you, Swend. Was ist das für ein Name? Weil die Arti war hier oben, ne? The bush won't save you. Da war sie. Scheiße. Ist die andere wenigstens hier oben? Ach, Kacke, Mann. Ich habe irgendwie habe ich den Damage Indicator so im Kopf gehabt, dass sie hier oben wäre. Ja, ist sie doch auch. Nee. Nee. Ah, Milwum. Moin. Oh hier? Ich brauche ein Oh Bier, nicht ein Oh hier. Ah, 30k plus nehme ich. Nehme ich auf meinem Weg zu 30, 40 Millionen Credits, die ich brauche. Ja, 40 Millionen. Ich will mir 5 Zehner kaufen, die ich erforscht habe. Und noch ein Emil 2.
Immerhin Assist Damage. Okay. Sowieso nicht erwartet, dass der Schuss durchgeht. Ah, gehe ich jetzt hier schon auf oder was? Meine Güte. Wird das wohl nichts mehr mit dem Vorfahren? Haben wir nicht mal angekratzt? Komm, fick dich, Spiel. Das. Ja, ich schwöre euch, wenn das Goldmuni gewesen wäre, wäre es beides durchgegangen. So ist das Game. Ah, den Peak lasse ich mal lieber sein. Zwei Light-Tanks. Den Chinesen Light und... Welcher ist denn der andere noch, der mir fehlt? Welcher ist denn der andere Light noch? Chinese und... Ah, Sheridan. Aber Sheridan... Sheridan ist jetzt auch nicht so wichtig. Darf ich jetzt mal hier rauspieken, Alter? Irgendwann heute noch. Nee, darf ich nicht. Meine Fresse, echt. Was soll denn das? Kannst du mal irgendwie da wegfahren? Ja, checkt sich das auch, glaube ich, nicht, was ich vorhab. Oha. Der ist abgeprallt. Hauptgeschütz beschädigt. Never lucky. Der ging nicht durch. Alter. Rapkit hat er auch noch? Ich will ja nicht sagen, irgendwie hat er ein bisschen Glück, aber er hat ein bisschen Glück. Guck mal, Alter. Er ist One-Shot, ne? Er ist One-Shot. Was macht er mit seinem TVP? Er klippt in mich rein. Solche Leute werde ich niemals verstehen. Wenn das kein XVM-Fokus ist, dann macht es auch keinen Sinn mehr. Weil es ist einfach lächerlich. Okay, den muss ich jetzt tracken.
Ah ja. Wie viele Gefechte hast du wo drauf? Sheridan habe ich halt noch nicht, aber ich glaube, der ist nicht so Bombe. Kann man sich, glaube ich, schenken. Wird auch der letzte sein, den ich mir kaufe, da, wenn ich die Credits habe. Ach Quatsch. Wrong Tank. Wrong Tank. Was bei mir geholfen hat mit dem Soundbug, ist, wenn ihr einfach auf 2.0, 2.1 Soundsystem stellt. Ist ja völlig egal, ob ihr jetzt Kopfhörer habt oder Laptop oder was. Ihr stellt einfach hier drauf, dann ist das irgendwie weg. Also ich habe es seitdem nicht mehr gehabt. Welcher ist der beste Light? Für mich ist der Russe der beste. Overall. Wie viel Gefecht insgesamt habe? Du kannst einfach mein Profil angucken. Irgendwas mit 41.000 oder so. Gibt auch genug Seiten, wo man das nachgucken kann. Ich habe meine Stats verlinkt. Du kannst auch einfach ingame nach mir suchen. Er steht so gut mit dem SCW. Da geht gar nichts. Oh, ja, ich sollte vielleicht mal nach vorne gucken beim Autofahren. Ja, diese Karte. Muss immer gucken, wo ist die Lücke? Wo ist irgendwo Platz, um irgendwo reinzulasern? Hier jetzt vielleicht. Der Z im Gang steht so ein bisschen. Natürlich jetzt nicht mehr. Zwei One-Shots, ein One-Shot, Tiger 2 ist im Prinzip auch. Ah, komm, ich nehme jetzt den Schuss. Wendekreis, ne? Weil ich jetzt vor die blöde Ecke muss, deswegen nur einen fressen. Fahrzeug zerstört. Warum?
Warum stehen da noch zwei Scorpion G? Warum? Uncool. Aber immerhin haben wir es gewonnen mit dem Super Conqueror. Wäre auch recht traurig gewesen, wenn nicht. Welchen 10er ich mir als nächstes hole? Sag mal so, für die Kampagne wird sich der WZ111 sicherlich lohnen. Wahrscheinlich der deshalb. Heroes and Generals. Ich habe mal Command & Conquer gespielt für Heroes and Generals. Kann sein. Ich weiß es jetzt nicht mehr. Aber wenn, dann bin ich nicht drauf hängen geblieben, auf jeden Fall. Gab es nicht auch so ein Kartenspiel von... War das das Kartenspiel? Ah. Ah, den treffe ich nicht, den Schuss. Das ist so... zu knapp. Okay, vergiss. Wie heißt denn das komische Kartenspiel von Wargaming? Hätte ich mal Heat geladen, hä? Ja, Jappa, er steht so gut. BOT Generals, ja, irgendwie. Ich wusste, dass es irgendwas mit Generals war. Ich glaube, das Heroes and Generals habe ich auch mal gezockt, aber. Warum steht es eigentlich schon wieder 0 zu 4? Buttermaus in der Mitte ist halt auch Endgegner, ne? Wer soll hier geben, so? Im Prinzip müssten wir jetzt hier pushen. Dreht sich dann auch sich noch im Moment noch. Fail. So eine Karte ist halt auch nichts für so einen Panzer hier, ne?
So ein Ding willst du Stadtkarten haben. Ecken, wo du einmal rumfährst und dann entleerst du dich. Kann ihn einfach auch nicht durchschlagen, so wie er steht. Ey, ja, keine Ahnung, ich spiele auch kein Call of Duty. Ich finde das Spiel auch irgendwie vom... brauche ich nicht. Call of Duty 2 fand ich geil, Call of Duty 4 fand ich geil, Modern Warfare. Modern Warfare 2 ging auch noch klar. Und danach fand ich, kam nur noch Mist. Hast eine Runde, oder? 0 zu 7 steht's, du kannst auch einfach nichts machen, so. Was soll ich machen jetzt mit dem scheiß TD? Ich kriege ja auch nichts vor die Flinte, so, mehr oder weniger. Mache ich noch zwei Schuss und dann ist die Runde vorbei. Geil. Ah, super, das Haus kann man natürlich nicht kaputt fahren. Ah, 10 Sekunden. Stop capping. Nein. Ah, da müssen wir jetzt noch eine Runde spielen. Das war nix. Ich meine, an den neuen Teilen war eigentlich immer nur noch die Offline-Kampagne gut bei COD. Aber dafür kaufst du dir das Spiel nicht. Wäre mal cool, wenn ein Konkurrenzprodukt zu World of Tanks rauskommen würde. Irgendwas, was wirklich Konkurrenz. Wo man von Konkurrenz sprechen kann, ne?
War Thunder ist halt keine Konkurrenz und die ganzen anderen Abklatsche auch nicht. Auf Steam gibt es noch so ein Spiel, das heißt einfach irgendwie nur Tank Force oder so. Das ist auch so richtig gut, sage ich euch. Grafik, alles. Also da fragst du dich wirklich, warum da jemand überhaupt Geld investiert, so ein Spiel zu programmieren. Genghis Wolfs. Ah, den kriege ich nicht mehr. Ich weiß nicht, warum er mit seinem 430 meint, dass es eine gute Idee ist, von der anderen Seite auf den Berg zu fahren. Muss er wissen, ne? Die Seite ist halt einfach, oder dieses Spiel oder diese Karte ist einfach nicht balanced, was die Seiten angeht. Du kommst einfach nicht von der anderen Seite vernünftig auf den Hill. Sieht er mich? Ah, jetzt schon. Das Gefühl, da will jemand pieken. Ja, genau. Ah, Lacker. Ja, so könnte man das formulieren, ey. Also mich wundert es wirklich, dass noch keiner in jetzt 7 Jahren WoT oder 6 Jahren WoT, was weiß ich, mal was wirklich Vernünftiges auf die Kette gebracht hat. Wo man sagen kann, okay, jetzt ist Wargaming mal im Zugzwang, das Spiel wieder zu verbessern. Ja? Solange nichts kommt, können sie ja im Prinzip machen, was sie wollen. Okay, Leute, wo stehen sie? Wo stehen sie, die Geier? Ich meine, da steht doch bestimmt was, oder? Ich mach jetzt einfach mal einen Blind Clip. Ob der ist gebounced. Und vielleicht haben wir da noch den Klassiker. Habe ich jetzt einen Soundbug? Oder ist wieder so ein Plop? Bitte nicht. Ja, ich glaube nicht. Ja. Mighty Russian Armor. Eigentlich jede Karte, die so klein ist. Karten sind halt viel zu klein. Gibt einfach keinen Grund, hier irgendwie ein Light Tank zu fahren. Also vielleicht einen pro Seite, aber...
Der Foch muss da auch noch irgendwo da stehen. Da muss da auch noch was stehen, oder? Der Japa ist bestimmt auch schon da rausgefahren. Er balanciert mich jetzt, wenn ich aufgehe, pass auf. Also entweder nehmen sie halt so Karten raus oder sie machen halt zum Beispiel 10 gegen 10 anstatt 15 gegen 15 daraus, ne? Wo ist das Problem, das hier 10 gegen 10 zu spielen auf die 10? Da hast du halt mehr Platz, mehr Möglichkeiten. Aber 15 gegen 15 hast du immer irgendeinen, der die Ecke abaimt. Egal wo. Ja, die Bat könnte jetzt natürlich auch noch da stehen, ne? Hat er nicht noch irgendwer HP? Ne? 1800, reicht das nicht, um mal fortzufahren und den TVP rauszuholen? Ich verstehe es nicht, dass man jetzt mit seinem E5 da so eine Pussy hinter dem Haus macht. Was soll denn das? Ne? Wenn man so lange wartet mit Full HP, braucht man sich auch nicht zu wundern am Ende, wenn man kein Rating hat, weil man dann einfach den ganzen Damage den anderen überlässt. Na, warum fährt er jetzt nicht vor und killt den TVP? Was soll denn passieren? Na, es ist einfach... Wenn der TVP halt weg ist, dann kann ich hier ein bisschen gucken. Wenn ich halt dran fahre, poxiert er mich. Deswegen muss ich warten, bis er tot ist. Na, jetzt schon auf. Der Butt steht wahrscheinlich doch hier vorne im Busch. Der Butt ist auch wahrscheinlich der Grund, warum der E5 nicht weiterfährt. Ja, das ist echt der geilste. Kann ja auch ein Spiel dann 15 Minuten spielen. Warum denn auch nicht? Ey Junge, wo kommst du her? Aus dem Sauerland. Ah. Ich hätte mal besser jetzt den HE-Clip geladen, ey. Sag's euch. L5 fährt immer noch nicht vor. Ist einfach nur genial.
Könnte klappen, wenn ich jetzt da reinschieße, dass ich irgendwas kille, aber. Worauf wartet der? Alter. Guck mal. One shot, one shot, one shot, one shot, one shot und Grille hat 600, also auch one shot. Alle one shot, außer der E5 mit 1800, nee, 1500 HP. Versteh es nicht, ey. Was steht denn da hinten jetzt noch? Ein Foch? Foch steht da auch noch, ne? Ja, das ist unfassbar, Mann. Ich glaube, der Typ ist einfach AFK. Ist einfach, der ist einfach gelieft oder so. Keine Ahnung. Passt. Er ist nicht AFK, er fährt. Iron Bottom. Weißt du, so... Selbst wenn du es ihm dann schreibst, so fahr doch mal bitte vor, du hast am meisten HP. Nein, da kommt nichts, da kommt gar nichts. Gut, vielleicht hat er den Chat nicht an. Man weiß es nicht. So, wie viele Blindshots haben gesessen? Ich sag einer. Null, effektiv. Also der eine auf den hier natürlich, aber ansonsten nichts. It's Batman. Guck mal, er hat jetzt 300 Damage gemacht, ne? Ja. Euch, du liegst viel zu hoch, Mann. Du liegst viel zu hoch. Einundvierzig, fünf, das ist schon. Warum wundert mich nicht, dass er. Ah ja, willst du machen? Halt, das wird immer so bleiben. Solche Leute hast du halt auch immer dazwischen, ne? Ja. 2-6-3, na komm, probieren wir es nochmal. Schlechter als eben kann es ja nicht laufen.
Batman. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Den hätte man treffen können. Wie kriegt er mich rein? Herz weg. Und mittlerweile ist der Löwe sogar spielbar. Muss man einfach so sagen. Mittlerweile ist das wirklich. Der 30B steht halt auch auf der Liste der 40 Millionen. Ach, come on. Ach scheiße, Auto-M, du bist... Auto-M ist der letzte Rotz. Warum werde ich davon immer enttäuscht? Jedes Mal. Was ist denn der ES4 jetzt eigentlich? Wo ist der hin? Ist der weg? ...121 ist Mist-Cover, sag ich dir. Du hast keine Gun-Depression. Ah. Gun-Mantle ist kein Weak-Spot mehr. Du bounce jetzt an mir. Ah, come on. Danke, Arti. Ja. Aber wenn ich so vor ihm stehe, kriege ich halt die Kanonen nicht weiter runter als bis hier. Bisschen scheiße ist, in einen Turm dreht, geht's natürlich irgendwie rein, aber meisten Sinn macht es wahrscheinlich immer den Rückwärtsgang einzulegen. Oder halt hier oben rein. Nero macht gut, okay, 5 Grad, ja, pf, keine Ahnung, aber ich fand den Panzer generell, also ich fand es anstrengend, ihn zu zocken. Ich glaube, das ist das passende Wort. Ich habe zum Beispiel, glaube ich, im 121er gar keine Crew drin. Beim Gucken. Ich habe nämlich die 121er Crew ist nämlich jetzt im 113er sozusagen und im, dann habe ich halt noch eine WZ Crew und eine Type 64 Crew und das war's. Ist halt immer noch nicht gut genug, brauche ich den nicht, den Tank. Habe ich selten gehört, dass jemand im Vorstoß sagt, ja, wir brauchen noch einen 121er.
Auf 5 Stück reindrücken, bitte. Wäre natürlich mal lustig, eigentlich mit den Dingern zu fahren, ne? New Meta. 121er Rape Train mit 440er Kellen. Problem ist, die macht der 113 auch. Ja, weil dann such dir lieber eine andere Reihe als die chinesischen Mediums.